So, hallo zu einem neuen Video. Heute geht es um das Schiff 1000 Schwingen. Dafür müsst ihr das Whispern auf Io-Mission erfolgreich abschließen, dass ihr das Gewehr bekommt. Dann, wenn ihr das Gewehr habt, öffnet sich dann dieses Portal, beziehungsweise könnt ihr dann direkt in das Whispern auf Heroisch gehen. Für die Kisten braucht ihr jetzt, könnt ihr es alleine machen, das ist kein Problem, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst nur sehen, dass ihr das einmal in der Woche macht. Diese Woche Solar, danach kommt Lehre in der Regel und danach Arkos. Jeweils einmal machen bitte. Den enigmatischen Bauplan aus dem Orakel ziehen. Und die Schussfolge für das Orakel, die gebe ich euch mit in die Beschreibung. Aber ich werde es auch nochmal laut vorlesen, wenn es soweit ist. Von wegen Konzentrationsphase und so, ne? Ich finde ja, so langsam könnte auch Bungie mal ein bisschen wieder angasen. Das Whispern war ja schon, ist ja schon ganz geil. Stunde 0, okay, auch. Aber danach? Wird wieder Zeit für was Neues. Wieder so ein 20-Minuten-Ding am besten. Was hat euch bis jetzt am besten gefallen oder besser gefallen, das Whispern oder Stunde 0? Ich finde ja die Sprungphase vom Whispern geiler. Aber an und für sich Stunde 0 war schon eigentlich recht geil gemacht. Oder ist recht geil gemacht. Ist immer noch aktuell. Vor allem das Monster unten im Keller. Das ist ja geilste Videos mit Chibi Robo. Wie er sich erschreckt, als er das erste Mal auf das Monster im Keller trifft. In dem Labyrinth. Kann man das überhaupt Labyrinth nennen? Ich weiß gar nicht. So, hier ist die erste Kiste. Gehen wir weiter zur zweiten. Nicht wundern, ich springe mit dem Titan immer ganz gerne, ganz komisch. Einfach mal so direkt hier rüber. Der Jäger geht am besten rechts rum, dann in die Mitte und dann nach links. Der Warlock jetzt in die Mitte. Und der Titan, was soll der Titan? Dem ist das alles, glaube ich, egal wie er springt. So. Ich spare mir ganz gerne ein bisschen Zeit dabei. Futter. Alle anderen Charaktere nach links abbiegen jetzt. Aber, oh Gott, nicht schon wieder. Ich treffe immer genau in dieses Loch. Seht ihr das? Ja. Genau da rein. Oh Mann. Also jetzt nochmal. Da sollte man natürlich nicht reinfallen. Das machen oder auch an der Wand abprallen, ist auch nicht so geil. Lieber ein bisschen safe machen, safe gehen. Aber wenn man erstmal drüben ist und auf der Höhe, spart man, auch wenn man vorher abstürzt, so wie ich, spart man sich die Zeit locker wieder ein. Seht, wie hoch ich bin. Da unten muss ich hin, also. Wollt ihr doch gerade wieder zugehen? Habt ihr das gesehen? Alle anderen Charaktere jetzt wieder rechts rum. Ich sehe das ziemlich auf Kopfhöhe. Hier hinten zu diesem Steg. Und dann holt ihr euch die Kiste.
hoffe mal, mir reichen diese 11 Schwertschiebe noch. Das einzig Doofe ist, dass man hier keine schwere Munition findet. Oder ihr packt euch halt die ganzen Mods für schwere Muni oder Reserven. Schwertreserven? Gibt es das überhaupt, Schwertreserven? Alles wird in die Rüstung gepackt. So. Dort existiert kein Leben. Da haben wir eine Taschenlampe dabei. Soll, weißt du. Die Kiste. Ist auch ganz wichtig, dass ihr alle Kisten holt. Ihr dürft keine einzige auslassen. Sonst funktioniert das Orakel nicht. Zumindest ohne Erfolg. Hier hoch. Ihr könnt immer auf so grünen Dingern hier landen. Und dann geht's hier weiter hoch. Dann könnt ihr hier um die Ecke. Dann geht's hier nach oben. Da nochmal nach oben. Hoppala. Genau, und nochmal hoch. Und hier rüber. Das ist der sichere Weg, sage ich mal, den ich jetzt hier laufe. Er doppt nur ganz gerne an Wänden ab. Das hasse ich ja wie die Pest beim Titan. Ich glaube, das machen alle Charaktere, oder? Also ihr habt auch wirklich, wirklich viel Zeit. Ihr könnt theoretisch auch 6-7 mal abstürzen oder hier so springen, dass ihr wirklich sicher hier landet immer, ne? Ihr habt echt eine Menge Zeit. Für das Orakel braucht ihr so 2,5 Minuten. Wenn ihr die habt, dann ist alles gut. So, also ich springe nicht gerne von da darüber. Ich habe da irgendwie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich springe lieber hier direkt drauf. So. So, hier geht's links um die Ecke. Und hier unten drauf landen, bitte. Genau, so. So, vorletzte Kiste. Einfach hier runter. Unten ein bisschen abbremsen. Wobei ich nicht glaube, dass ihr hier sterbt. Ihr landet ja weich auf Wächskörpern. Dann, upsala, nicht springen. Einfach fallen lassen am besten. Ja, Vorsicht. Dann geht's hier rüber. Nicht links rum, wie beim Whispern jetzt normal. Wird's ja links rum gehen, ne? Lauft da hier rum und da und fall dann hinten runter. Da. Aber wir gehen ja hier rüber. Wir müssen zum Orakel. So, da ist das Orakel. Bitte nicht unten landen, sondern kurz nach oben. Weil wir wollen es ja nicht aktivieren. Wir wollen jetzt die letzte Kiste noch holen. So, dann geht's hier weiter. Und um die Ecke gucken. Vorsicht, ne? Abgrund. Da ist die letzte Kiste. So, ihr hört schon, das Orakel hat Hallo gesagt. Bing. Das war das beste Zeichen dafür, dass wir jetzt loslegen können. Von links nach rechts, das ist die 1. Bis zu 7 habt ihr jetzt die Reihenfolge zu erschießen. Fang an mit der 1, mit der 3 und der 5.
bitte erst dann schießen, wenn alle leuchten. So, jetzt dazu. Ups, jetzt zum Beispiel. Also dann die 1, die 3 und die 5. Danach geht es weiter mit der 4, 6, 7, 3 und 1. Also dann mit der 4, mit der 6, mit der 7, mit der 3 und der 1. Dann geht's weiter 7, 3, 1, 6, 4, 2, 5. Also einmal alles bitte. So, 7 taucht dann hier irgendwann auf. So. 7. 3. 1. Sechs, vier, zwei und fünf. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, das habt ihr bestimmt, tada, erhaltet ihr aus dieser Kiste den enigmatischen Bauplan. Teil 1 von 3. Oder wenn ihr es schon tausendmal gemacht habt, 12-mal Phasenglas. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was das angeht. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch was und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, macht's gut. Bye.